Tja, und damit herzlich willkommen zur nächsten Mod-Vorstellung hier im Marschall DLC. Und zwar schauen wir uns jetzt den Marschall, beziehungsweise Marschall, ich sage mal Marschall, ne? Also Marschall, Hall, Marschall, ich sage immer Marschall, und das bleibt so. Marschall VES 2500 Miststreuer an oder Fest 2500 für einmalige 27.500 Euro Anschaffungskosten sowie 1 Euro Unterhaltskosten pro Tag. Ich glaube, da ist was schief gegangen, weil 1 Euro wäre doch ein bisschen wenig, ganz ehrlich gesagt. Mit insgesamt einem Ladevolumen von 14.000 Litern, das ist schon heftig, und wird natürlich von Düngen unserer Felder mit Kuhmist benötigt. Jo, da gucken wir uns das ganze Baby mal an, denn hier steht es. Im Vergleich natürlich jetzt zu den ersten kleinen Streuern natürlich liegen da Welten dazwischen. Beeindruckende Länge, beeindruckende Höhe auf jeden Fall. Da gibt es nichts zu meckern. Anschlüsse passen alle hin. Was allgemein bei diesen Marschall, Marschall, ja, ich sag mal, mir nicht so ganz gefällt, ist dieses Rot-Blaue. Also ich bin der Meinung, also ich habe jetzt so vom Farbgefühl her, ne, ganz wenig Ahnung. Außer schwarz, ne? Schwarz geht immer. Aber so, ich weiß nicht, die Farben beißen sich daran nicht, oder? Aber egal. So, ich habe da mal hier einen kleinen Kipper besorgt, dass das Ganze ein bisschen schneller geht, weil 14.000 Liter jetzt ist so, ich nenne es mal, in 3.000 Liter Schüben einzuführen, das müssen wir dann, denke ich mal, doch nicht haben. Da gaben wir jetzt hier eh mal Vollstaff 10.000 rein. Und dann noch eine Fuhre und dann haben wir unsere 14.000. Dann fahren wir einfach mal wieder raus aufs Feld und gucken mal, wie da die Arbeitsbreite liegt. Wie gesagt, eine genauere Angabe gibt es da leider nicht. Obwohl man bei 2500 davon ausgehen kann, 25 Meter. Aber wie gesagt, eine genaue Angabe habe ich da jetzt leider nicht parat. So, sehr schön. Dann einmal wieder einsteigen. Ihr seht, 14.000 Liter passen genau rein. Und dann einmal Ready du Rambo raus aufs Feld. Ja, man merkt auf jeden Fall schon, das Baby hat ein gewisses Eigengewicht jetzt so dran. Also hinten. Der Schwerpunkt ist wirklich gerade auf die hinterste Achse gelegt. Und das ihr gerade beim Beschleunigen sehr merkt. Also, ihr solltet am besten ein Gewicht mit vorne dran nehmen, um gegebenenfalls die Hundestellung zu vermeiden. Oder die Pfötchenstellung, je nachdem, wie man das heutzutage hier ausspricht. So, dann würde ich sagen, fahren wir jetzt hier hin. Stellen Tempo mal 2 ein. Und geben Gas. Nimmt hinten das Tor ganz normal auf. Und ja, gut, was ich schon mal sagen kann, sind definitiv keine 25 Meter, was da hier streut. Ja, das gehen wir davon aus. 6 Meter, 7 Meter. Es könnten so 6 bis 7 Meter sein. Kommt so vielleicht an so ein Schneidwerk vom Klaas Deutz etc. hin. Aber auf jeden Fall, ihr seht hier Animation. Ja, soweit ganz okay. Ist jetzt nichts Besonderes, sieht aber auch nicht verkehrt aus. Ihr seht jetzt hier, was der Verbrauch angeht. Wir sehen jetzt von hier bis da drüben gerade mal so circa 30% verbraucht. Ist also soweit auch in Ordnung. Die Plane, ja, kann man sich eigentlich auch ansehen lassen. Ihr seht, das Baby schiebt von hinten das Ganze nach vorn. Also dieser Mechanismus, möchte ich jetzt schon fast sagen, ist auf jeden Fall eine sehr nette Sache, habe ich da auch noch nicht gesehen. Und ja, Funktion, wie gesagt, einfach gehalten, B klicken, losfahren, fertig, Tempomate 2. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, war es das auch mit der Funktion. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, da stelle ich euch den Güllestreuer, das Güllefass vor. Und das hat so eine ganz nette Besonderheit. Gut, ich würde sagen, ich bin raus, danke fürs Zuschauen, haut rein, tschüss.